Es ist mal wieder Mittwoch, Zeit für Challenge WBS. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wenn ich so schnell spreche, dann wisst ihr, ich habe nur 3 Minuten Zeit, um so viele Fragen wie möglich von euch zu beantworten. Und die Zeit läuft jetzt. Erste Frage lautet, oh, schön kleingedruckt, darf ich auch öffentlich jemanden zum Beispiel Diebschläger, Mörder, Vergewaltigung oder ähnliches nennen, wenn diese Person tatsächlich deswegen verurteilt worden ist oder ist dies als Beleidigung zu werten? Nein, wenn jemand einen Diebstahl begangen hat und du nennst ihn als Dieb, dann ist das offenbar normalerweise auch in einem öffentlichen Prozess so festgestellt worden. Das dürft ihr und das machen ja auch die Bild-Zeitung und Co. ständig. Problematisch wird es, wenn die Verurteilung noch nicht durch ist und eine Vorverurteilung stattfindet. Ansonsten darfst du das tatsächlich so machen. Ist Homöopathie Betrug? Ja, wir haben ja letztens ein Video zu Verschwörungstheorien gemacht. Da würde das wahrscheinlich sehr genau reinfallen, ob Homöopathie eine Verschwörungstheorie ist. Ich habe allerdings etliche Leute, die voll auf Homöopathie schwören und die das gar nicht für eine Verschwörungstheorie halten. Und insofern ist das auch kein Betrug, denn alles hilft, alles was bringt und helfen kann, ja, und von den Leuten gebucht wird, dann werden die da ja auch nicht abgezockt. Ich habe dazu jetzt keine eigene Meinung, aber ich kenne Leute, die sagen, die schwören auf Homöopathie. Also kann es kein Betrug sein. Welche Möglichkeiten hat man als Konsument, wenn ein Dienstleister auf eine Kündigung nicht reagiert bzw. selbige nie ankommt? Ja, schwierig. Wenn du eine Kündigung abschickst, dann bräuchtest du am besten einen Zeugen, der zeigt, dass du die Kündigung auch eingeworfen hast in den Briefkasten. Dann kommt es auf die Form der Kündigung an, ob man den Zugang beweisen muss oder nur das Absenden der Kündigung. Manchmal muss man also den Zugang beweisen, dann solltest du per Einschreiben Rückschein deine Kündigung zuschicken. Reagiert der Dienstleister dann immer noch nicht drauf und bucht weiter von deinem Konto ab, kannst du, sofern die Kündigung rechtswirksam war, ruhigen Gewissens die Abbuchung bei deiner Bank stoppen. Und dann hat der Dienstleister ja kein Geld und versucht es zwar, aber müsste dich schon verklagen, aber du hast erstmal kein Problem mehr damit. Sind bei Filmen die Credits am Ende urheberrechtlich geschützt? Naja, es ist ja so, dass bei Filmen am Ende gesagt wird, wer selbst mitgewirkt hat und das ist jetzt keine kreative Leistung. Das heißt, das selbst ist nicht urheberrechtlich geschützt, wenn am Ende gesagt wird, wir danken der Medienanstalt Berlin-Brandenburg für die freundliche Unterstützung. Das ist nicht kreativ genug, um selbst Urheberrechtsschutz zu entfalten. Die Musik, die darunter liegt, der Film, der darunter liegt, natürlich schon. Kann ich als gewerblicher YouTuber meine Ausgaben für Computerspiele, zum Beispiel das Anfertigen von Let's Plays bei der Steuererklärung, Einnahmeüberschussrechnung, als Betriebsausgaben angeben? Na klar. Wenn du mit YouTube Geld verdienst, das auch versteuerst, musst du dir Spiele kaufen, du musst dir Computer kaufen, eine Maus und alles, was dazugehört, kannst du natürlich locker auch absetzen von der Steuer. Darf nur nicht zu Liebhaberei werden, aber da kann ich den Steuerberater erklären. Dürfte ich in meinem eigenen Spiel Texturen von Minecraft verwenden, wenn dieses Spiel nicht zur kommerziellen Nutzung gedacht ist und ein ganz anderes Genre ist als das Original Minecraft? Nein, das geht leider nicht, denn ich gehe jedenfalls davon aus, dass auch die Texturen von Minecraft entsprechend urheberrechtlich geschützt sind. Das ist ja schon eine sehr spezielle Eigenart und nicht trivial. Und es kommt im Urheberrecht gar nicht darauf an, ob du etwas kommerziell verwerten willst oder nur zu privaten Zwecken nutzt. Sobald du etwas öffentlich machst, geht es nicht. Wenn du das nimmst und nur zu privaten Zwecken in deinen Räumen machst, würde es funktionieren. Aber so wie ich das hier verstanden habe, willst du ja irgendwie ein neues Spiel schaffen und das öffentlich machen. Ich mache jetzt hiermit offiziell öffentlich, dass ich 6 Fragen von euch beantwortet habe. Die fleißigen Zuschauer, die immer dabei sind, wissen, das ist mein Schnitt. Ganz interessant. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber im Schnitt sind 6 Fragen. Ich versuche, das nächste Woche zu steigern. Insofern füllt mir gern mein Töpfchen nochmal mit den Challenge-Fragen. Alle kommen hier rein und die Fragen, die ich dann ziehe, werden früher oder später herausgefunden und beantwortet. Und falls euch das Ganze hier richtig cool gefällt, dann lasst ein Abo da. 40% der Leute, die diesen Kanal schauen, haben ihn nur abonniert, 60% nicht. Da ist also noch eine Menge Potenzial, damit wir uns morgen hier schon wiedersehen. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis dahin.